Dieses Jahr hat sich der Concrete Design Competition mit dem Thema Energie beschäftigt. Die Motivation dafür war ganz klar, dass wir wissen, dass Energie A für die gesamte Gesellschaft im Augenblick ein zentrales Problem, eine zentrale Herausforderung darstellt und dass ganz besonders das Bauen mit Beton in den nächsten Jahren und Jahrzehnten davon auch geprägt sein wird, wie sich Architekten und Ingenieure mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist unglaublich komplex in der ersten Herangehensweise, weil man muss zunächst wirklich genau verstehen, wie funktioniert Beton, welche Anteile davon sind energetisch unter Umständen relevant. Andererseits muss man auch die konkrete Bauaufgabe betrachten, wo sind da Fragen, die für die energetische Optimierung von Gebäuden von besonderer Relevanz sind. Und diese beiden Aspekte eben, was kann der Beton leisten, was kommt aus der Bauaufgabe, zu transformieren in eine Strategie, die dann natürlich idealerweise auch noch für andere Projekte übertragbar ist. Das ist hier die besondere Herausforderung in diesem Jahr gewesen. Und wenn ich jetzt schon auf die beiden Preisträger eingehe, die dann am Ende auch tatsächlich das Rennen gemacht haben, diese beiden zeigen genau diese Spannbreite in großartiger Weise. Da gibt es den großmaßstäblichen Hochbauentwurf, der das Thema in dem städtebaulichen Kontext aufgreift und dann das freie künstlerische Experimentelle, was eher emotional mit Fragen der Energie umgeht und nahezu künstlerisch ein Thema so interpretiert, wie das auch im Sinne des Auslobers gewesen ist und wie die Jury das auch wunderbarerweise rausgefüllt hat. Dieses Jahr hat sich der Concrete Design Competition mit dem Thema Energie beschäftigt. Die Motivation dafür war ganz klar, dass wir wissen, dass Energie A für die gesamte Gesellschaft im Augenblick ein zentrales Problem, eine zentrale Herausforderung darstellt und dass ganz besonders das Bauen mit Beton in den nächsten Jahren und Jahrzehnten davon auch geprägt sein wird, wie sich Architekten und Ingenieure mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist unglaublich komplex in der ersten Herangehensweise, weil man muss zunächst wirklich genau verstehen, wie funktioniert Beton, welche Anteile davon sind energetisch unter Umständen relevant. Andererseits muss man auch die konkrete Bauaufgabe betrachten, wo sind da Fragen, die für die energetische Optimierung von Gebäuden von besonderer Relevanz sind. Und diese beiden Aspekte eben, was kann der Beton leisten, was kommt aus der Bauaufgabe, zu transformieren in eine Strategie, die dann natürlich idealerweise auch noch für andere Projekte übertragbar ist. Das ist hier die besondere Herausforderung in diesem Jahr gewesen. Und wenn ich jetzt schon auf die beiden Preisträger eingehe, die dann am Ende auch tatsächlich das Rennen gemacht haben, diese beiden zeigen genau diese Spannbreite in großartiger Weise. Da gibt es den großmaßstäblichen Hochbauentwurf, der das Thema in dem städtebaulichen Kontext aufgreift und dann das freie künstlerische Experimentelle, was eher emotional mit Fragen der Energie umgeht und nahezu künstlerisch ein Thema so interpretiert, wie das auch im Sinne des Auslobers gewesen ist und wie die Jury das auch wunderbarerweise rausgefüllt hat.